Servus, liebe Leute. Heute möchte ich euch gerne mal das Deck mit den drei Musketieren zeigen, denn sie wurden ja durch den Patch-Update besser. Und ja, Grüße gehen auf jeden Fall an Mobile Fanboy und Fred raus. Hier hast du das passende Deck für die drei Musketiere. Ich bin damit sehr zufrieden und ich würde sagen, schauen wir uns da mal ein paar Replays an. Oder was meint ihr? Bis jetzt. Gleich. Was laber ich schon wieder? Krasser Scheiß. Pro Game United gegen The S. Ja, da hatte ich noch Giant Skeleton dabei. Das war scheiße. Ich will jetzt nicht spoilern. Mit dem Giant Skeleton war es einfach nichts. Das habe ich gar nicht benutzt, glaube ich, in der Taktik. War richtig, richtig scheiße. Naja, kann man nichts machen. Vielleicht. Oh Mann, du bist so geil. Wird sich herauscutten, aber ich bin zu aufwendig. Jungs, sorry. Nee, ist aber schon fast 3 morgens. Und ja, ich rede auch ein bisschen leiser, wie ihr es sicherlich merkt. Ja. Was soll ich da groß kommentieren? Erstmal den Eismagier reingesetzt und ich kann einfach nur sagen, dass die Musketiere in OP sind. Das kann ich jetzt mal vorwegnehmen. Ihr seht, es ist die Spawner- oder Spam-Taktik vom Gegner, die hasse ich wie die Pest. Er wird mir immer ganz, ganz übel, wenn ich die sehe. Setz noch links einen Elixiersammler hin, damit wir wirklich das Elixier zusammenkriegen. Das Starke an dem Musketier ist ja, also an den drei Musketieren, wenn sie hinterm Riese sind oder so, ist der Tower einfach instant down. Und was wirklich noch erwähnt wird, ist, dass sie einfach nur noch 9 Elixier kosten. Auch noch eine stolze Summe, aber nicht mehr ganz so viel. Hier habe ich den rechten Tower jetzt einfach mal aufgegeben. Hier noch einen Pfeilhagel drüber gehauen. Dann habe ich es echt aufgegeben, den Tower. Das war mir dann egal. Riese ist schon vorne. Ich wusste, er ist low bei Elixier und hat keine Möglichkeit mit dem Feuerball. Und ihr seht, er war low on Elixier und ich bin da mit meinem Riesen und 3 Musketier. Da ist der Tower so schnell down. Glaubt ihr gar nicht, und ich finde die Karten mit den drei Musketieren überragend. Ich weiß gar nicht, was alle immer dagegen haben. Ich weiß gar nicht, wie man die runter machen kann. Ich finde die einfach überragend. Guckt euch das mal an, hinter dem Riesen, und das ist einfach alles instant down. Was war das? Darf er das? Nein. Keine Ahnung, was war das? Scheiße. Wartet. Ah, Stecker abgesperrt. Okay. Alles klar. Ich würde sagen, gehen wir gleich in den nächsten Fight. Hier ist das Giant Skeleton rausrotiert, denn das war wirklich unnötig. Was habe ich da lieber mitgenommen? Ich weiß gar nicht, was habe ich dafür mitgenommen. Ich glaube Bogenschützen oder so habe ich mitgenommen. Sind auf jeden Fall mal wesentlich günstiger. Und ja, hätten natürlich auch die Kobolde mitnehmen können zur Abwehr. Alter, ich bin schon wieder gern. Das Skeleton war's, ey. Ach du Scheiße. Ich glaube, so spät sollte ich kein Video mehr aufnehmen. Die Taktik werden wir eh noch teilweise noch weiterhin sehen, bis zum nächsten Patch auf jeden Fall mal. Problem hier beim Gegner war, er erstmal mit der Hexe grundsolide, ich weiß gar nicht, ob er einen Feuerball hat, weil wenn du hier keinen Feuerball hast, dann bist du so am Arsch gegen die Taktik. Hier hätte ich auf jeden Fall einen Mauerbrecher und einen Bomber gebraucht. Also ich bin so, Fratze. Also wenn du hier keinen Feuerball hast gegen diese Taktik, dann kannst du das echt schenken. Ihr seht's ja, die teilen so viel aus, die Musketiere, selbst ein Musketier teilt schon so sau viel Schaden aus, das ist brutal. Brutal ist das, brutal. Und ihr seht's, jetzt glaube ich vielleicht mit meinen 3 Musketieren gleich nochmal. Nein, so viel Elixier habe ich gerade momentan nicht verfügbar. Aber ihr seht's, eins hat's überlebt und ein Riese. Das macht auch schon mal gut Schaden, kann ich euch versprechen. Also die Taktik liegt mir echt ziemlich sehr. Natürlich werden... habe ich mir vorgenommen, Taktiken kommen zu jeder beliebigen Arena. Ich werde alle Arenen nochmal überdenken, was für eine Taktik ich da jetzt speziell fahren würde, wenn ich jetzt in der und der Arena wäre. Alle außer Arena 8, die kann ich leider nicht sagen, aber da kann ich ja auch eine Prognose machen, die würde ich hier jetzt fahren. Es ist nämlich immer unterschiedlich, ihr habt nicht Truppen und ja. Natürlich würde ich jetzt hier für die Bogenschützen da noch gerne... die Prinzessin mit reinnehmen, die habe ich leider nicht. Das wäre das Einzige, was ich hier noch an der Taktik verbessern würde, denn die ist sonst richtig geil. Schaut euch mal an, wie die drei Musketiere kurz die Barbaren zerlegen. Das ist ja brutal. Riese vor Doppelriese.
kommt jetzt, das ist einfach schon safe da in der Tower. Da ist schon, da waren wir schon klar, dass wir gewonnen haben. Das Doppelriese, das müsste ich mal geben. Doppelriese vor drei Musketieren. Ah, drei Musketiere. Schaffe ich es nochmal mit den neuen Musketieren zu kommen? Nein, da war der Tower schon da und ich konnte einfach nicht mehr Schnipp machen. Und wir hatten schon gewonnen. Geile Taktik, Junge, Junge. Junge, Junge, Junge. Ohne Witz, wir haben vier Battles mitgemacht und schaut mal, was da so abgeht. Vorletztes Battle jetzt hier von mir mit dieser Taktik. Ich habe gerade eben vier gemacht. Ja, das Giants-Geld hat mir am Anfang nicht gefallen, deshalb habe ich das rausrotiert. Ansonsten sieht es ziemlich gut aus, denn Bogenschützen, da wusste ich wirklich nicht, mit was ich anfangen soll. Das war schon mal ein Problem. Da hatte ich schon mal kein Riese zu Beginn, keine Musketierin, kein Elixiersammler, da habe ich echt ein Problem gehabt. Ich glaube, jetzt kommen die kleinen Skelette einfach als Kanonenfutter. Ja, genau. Und das Krasse, was ihr euch noch überlegen müsst, die drei Musketieren habe ich noch fünf, ich kann die ja noch sechs machen. Hätte ich die mal lieber gemacht, hey. Hätte ich die mal lieber geupgradet. Krass. Ihr seht so ein Musketier vom Gegner, haut schon richtig rein. Und jetzt ist das Problem gewesen, dass er hier den Feuerball setzt. Wusste ich zu diesem Zeitpunkt nicht, dass er den hat. Jetzt wusste ich es natürlich. Darauf konnte ich mich natürlich jetzt auch einstellen. Und ja, jetzt wusste ich natürlich, dass ich aufpassen muss und möglichst den Feuerball von ihm wegbekommen muss, bevor ich meine drei Musketiere setze. Wie habe ich das geschafft? Natürlich seht ihr das natürlich noch gleich. Sowieso seht ihr das gleich. Bogenschützen noch rechts hingesetzt, damit der Riese recht schnell kaputt geht. Und die Skeletons habe ich natürlich auch noch links hingesetzt, damit sie mal den Drachen ein bisschen ablenken. Warum denn nicht? Ist doch voll in Ordnung. Und jetzt komme ich, glaube ich, mit meinem Riese von hinten wieder. Komm, Riese, oder setze ich erst einen Elixiersammler? Ich setze erst schon den Elixiersammler. Perfekt, auch okay. Und der Bogenschütze oder die Bogenschützin schießt noch einmal drauf. Ist auch in Ordnung. Und jetzt müsste der Riese von hinten kommen. Oder komme ich mit den drei Musketieren? Das wird dumm. Ich komme mit dem Riese. Dann komme ich dann gleich mit dem Eismagier und den Bogenschützen. Weil ich so bezwecken wollte, dass er sein Feuerball los wird. War eigentlich ein guter Plan, war ein guter Plan, würde ich wieder machen. Das war echt überragt. Und gleich danach, wo der Plan, wo der Feuerball gesetzt hat, habe ich da gleich die drei Musketierinnen hinterhergesetzt und das war schon mal richtig geil. Also wenn er keinen Feuerball hat, ist er am Arsch und wenn er den Feuerball schlecht setzt, ist er auch doppelt am Arsch. Habe ich jetzt nochmal die Musketierinnen gesetzt? Ich weiß nicht. Nein, meine Taktik war folgende. Ich habe nochmal die einzelnen Skelette gesetzt, dass ich noch ein Riese davor setzen kann. Ach, das ist auch eine gute Taktik, muss ich sagen. Auch eine gute Taktik. Jetzt ist leider die drei Musketierinnen down gegangen. Naja, sei es drum. Kommen gleich wieder von hinten neue drei Musketierinnen. Wollte ich das noch hier auflösen. Perfekt. Und jetzt kommt das Entscheidende, der Gegenpush. Und ich komme mit meinem Riesen. Und jetzt sieht es schon mal richtig geil aus. Feuerball hat er natürlich bereit, aber ja, glücklich sogar gelaufen, dass er hier noch ein paar Down hat. Ich habe noch meine zwei Musketierinnen, die leider jetzt down gehen. Jedoch habe ich jetzt zwei Eismagier und den guten alten Riesen auf dem Tower und dann ist auch Geschichte. Geschichte erinnert mich an Geschichtsunterricht. Grüße gehen raus. Ja, das war der dritte, weil drei in Folge gewonnen. Gewinnen wir vielleicht sogar noch den vierten, das wäre episch. Das wäre wirklich episch, wenn wir den vierten Fight in Folge gewinnen würden. Ich habe mir kurz die Crown Chest damit mit diesen vier Fights geholt. Das müsst ihr euch überlegen. Mit vier Fights die Crown Chest, geiler Scheiß einfach. Es ist echt nicht von schlechten Eltern, diese Taktik. Hier erstmal komplett nicht drauf geachtet, dass hier die Prinzen links sind. Habe ich meinen Eismagier gesetzt, dass sie ein bisschen langsamer sind. Und hinten die Skelette, um sie ein bisschen anzuhitten. Aber hauptsächlich galt der Taktik. Ja, wir pushen über rechts. Wir pushen über rechts, Freunde. Wir pushen über rechts. Die Lakaien sind ja sowas von schnell down und ich wusste, er hat kein Elixier fast vorhanden und er hätte sogar den Feuerball gehabt. Ja, bevor er den setzen kann, ist aber alles schon Geschichte. War sein erster Tower schon down, das ist schon mal sehr gut. Und ja, fertig. Wir haben schon gewonnen. In 0, nix, ey, geil. Ich find's einfach so geil, die Taktik. Und Mobile Fanboy, falls du das Video jetzt siehst, hier die Taktik, probier sie.
Hier kann ich nur raten. Nehmen hier die Prinzessin statt zum Eiswisser, denn den hast du natürlich noch nicht, glaube ich. Oder vielleicht hast du schon, ja, geh jetzt gezogen, keine Ahnung. Und hier würde ich noch die Prinzessin reinwatschen, dann wäre das Deck echt optimal. Und ja, würde sagen, lasst ein Like da, haut rein, abonniert für mehr Videos und ja, schönen Tag noch. Bis dann, haut rein, ciao, ciao.